Wie versprochen, also der Torschütze zum 1:1 gegen Dresden jetzt bei uns im Interview. Daniel, erste Halbzeit gegen Dresden lief nicht so richtig. Warum? Ja, ich denke, wir haben das nicht umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten eigentlich vorne drauf gehen gegen Dynamo und das ist uns nicht ganz gelungen. Und Dynamo hat es echt ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit. Und ich denke, wir haben uns vielleicht ein bisschen von denen beeindrucken lassen, was eigentlich nicht passieren darf. Aber ja, wir sind dann glücklicherweise in der Halbzeit nochmal aufgewacht und konnten das Spiel noch drehen. Letztens sprachen wir noch über eine gute Trainingsleistung. Jetzt das Tor am Freitag eigentlich bestätigt, oder? Ja, ich denke, ich habe einfach versucht, das umzusetzen, was ich mir in der Vorbereitung vorgenommen habe und wofür wir alle gearbeitet haben. Und dass es für mich persönlich geklappt hat, habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut, aber da muss jetzt weitergehen.